Für Wirbel hat heute Morgen eine Meldung zur Türkei-Politik der Bundesregierung gesorgt. Bei Spiegel Online stand, die Kanzlerin gehe auf Forderungen der Türkei ein und wolle sich von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren. Regierungssprecher Seibert wies die Darstellung zurück, betonte aber erneut, dass die Resolution nicht rechtsverbindlich sei. Ähnlich äußerte sich auch Kanzlerin Merkel bei RTL. Zum Missfallen der Regierung in Ankara hatte der Bundestag das Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg Anfang Juni als Völkermord eingestuft. Worte aus dem Kanzleramt, die keinen Zweifel aufkommen lassen sollen. Angela Merkel sagt, sie wolle sich nicht von der Armenien-Resolution distanzieren. Man habe der Türkei lediglich das politische Prozedere in Deutschland erklärt. Was wir in Gesprächen mit der Türkei deutlich gemacht haben, ist, was ist eine Bundestagsresolution? Es ist eine politische Äußerung. Und die Homepage des Deutschen Bundestages ordnet Gesetze, Resolutionen auch selber ein. Und wir haben auf diese Homepage verwiesen und gesagt, die sind nicht rechtlich bindend, diese Resolutionen. Ungewöhnlich, meint Sevim Dadelen von der Linksfraktion, dass die Bundesregierung das 3 Monate nach der Abstimmung so betont. Das ist ein Kniefall vor dem türkischen Despoten Erdogan. Offensichtlich ist es ein abgesprochenes Wording mit der türkischen Seite, dass es hier sozusagen eine Distanzierung zur Resolution des Bundestages dadurch gibt, dass man erklärt, diese Resolution hätte keinerlei rechtliche Bindung für die Bundesregierung. Schon bei der Abstimmung vor 3 Monaten hatte die Bundesregierung ein Zeichen gesetzt. Angela Merkel und auch die Minister Gabriel und Steinmeier fehlten. Möglicherweise, um Spannungen mit der Türkei zu vermeiden. Die Abgeordneten stimmten parteiübergreifend dafür, das Massaker an den Armeniern durch das Osmanische Reich als Völkermord zu bezeichnen. Der türkische Präsident Erdogan beschimpfte daraufhin deutsche Abgeordnete und verweigert ihnen seitdem den Besuch der deutschen Soldaten auf der NATO-Basis Incirlik im Osten der Türkei. Eine Distanzierung der Bundesregierung könnte da vielleicht helfen. Cem Özdemir von den Grünen warnt davor, die Themen zu vermischen. Die Frage des Zugangs der deutschen Bundestagsabgeordneten nach Incirlik, wo deutsche Bundeswehrsoldaten stationiert sind, hat mit der Armenien-Resolution nichts zu tun. Wenn die Türkei diesen Zusammenhang herstellt, sollten wir uns daran nicht beteiligen. Ob deutsche Abgeordnete nun nach Incirlik dürfen, wird sich zeigen. Aber es hat sich etwas bewegt in den deutsch-türkischen Beziehungen. Der abgezogene Botschafter der Türkei soll bald nach Berlin zurückkehren.